Ein freundliches Guten Tag, hallo. Ich begrüße euch alle herzlich hier zu einer weiteren Folge von Mountain Blade mit dem Fluorus Mod. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich letztes Mal gemacht habe. Ist wieder eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt hatte. Wir gucken jetzt erstmal. Okay, ich habe keine Dingens mehr. Ich glaube, wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. Von daher sollte das eigentlich alles passen. Also ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, welche Folge wir gerade jetzt hier sind. So, nimmt mir das jetzt gerade alles hier nicht persönlich oder nicht böse, wenn ich jetzt gerade ein bisschen mich durch und dämlich klicke. Brauche ich davon noch was? Ich würde sagen, den hier schon mal nicht. Den könnten wir behalten oder einen von den beiden, würde ich behaupten. Ja, das hat's. Ja, schmeißen wir den weg. Nach dem einen Helm können wir auch noch entsorgen. Hier, den weg. Den Bokin-Pfeil. Auch weg. Einfach mal alles weg. Das Schwert des Meisters, darum behalte ich das. Okay. Ich sehe gerade. Wofür habe ich denn die Felle? Will ich mich damit eindecken oder was? Kurios. Die Burg ist leer. So. Gut, wir sind nach Riva Check gegangen. Rettet das Dorf. Das wollten wir anscheinend das beim letzten Mal tun. Wir sind ziemlich weit. Ah, hier sind wir. Alles klar. Und nehmt an dem Turnier teil. Das Turnier wollten wir, glaube ich, auch nochmal machen. Ja, können wir noch machen. Alles klar, aber erstmal gehen wir das Dorf hier retten. Wie sieht denn unsere Truppe aus? Die scheint ganz gut im Stand zu sein. Geld haben wir auch noch genug, also sieht sehr gut aus. So. Ich bin auch langsam, ehrlich gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir uns nicht langsam überlegen sollten, uns in irgendeiner Form ein bisschen selbstständiger zu machen. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich... Oh Gott, Moment. Ich glaube, das ist gerade etwas noch sehr laut, weil ich musste eben ein bisschen was an den Einstellungen da ändern. Tut mir leid, falls es zu laut war. Bam. Bam. Aua, das arme Pferd. Das war auch sowas, wie ich hatte. Okay, das war's. Also das passiert, wenn man zu sehr wieder eifrig reingeht. Ich hätte auf jeden Fall erstmal abwarten sollen. Ja, ich bin halt jetzt nicht mehr so in diesem Spiel drin, dass ich das jetzt hätte einfach so reinreiten sollen. What the fuck, eine berittene Jungfrau an so einen scheiß Kackbanditen verloren. Ich glaube, den nächsten lasse ich die... Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich glaube, ich werde den nächsten eine Extra-Gruppe erstellen für meine Elite-Truppen, die ich dann halt bei solchen Gefechten, oder was heißt ich, die Kavallerie nicht zurücklasse. Obwohl, ich kann auch eigentlich die Kavallerie nicht zurücklassen und dafür die Infanterie voranschicken, ne? Selbst ein Lanzschwertkämpfer stirbt man so bald mit einer Karawanenwache, ist mir ja egal, aber... Hallo? Oh, mein Gott. Das sind doch eigentlich Lappen. Komm, tötet den einen noch da oben. Der noch einen Bauern tötet. Oder beziehungsweise nicht tötet, bewusstlos geschlagen hat. Gut. Was ist das da? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wir haben 7 Mann verloren. 7 wirklich. Oh, nicht ein Sklaventreiber. Ich will das gar nicht sehen, ich will das gar nicht sehen. Brauchen wir das wirklich? Wir können aber die Ehre gebrauchen eigentlich, ne? Ja, komm, behaltet die Ehre. Ah, da wäre sowieso nichts drin gewesen. Ja. Es können einige Soldaten befördert werden. Wir gehen jetzt hier nochmal rein in der Hoffnung, dass vielleicht noch so eine ähnliche Mission auf uns wartet. In der Zeit können wir aber erstmal hier unsere Leute verbessern.
Den Reiter holen wir uns jetzt erstmal wieder, den wir gerade eben verloren haben. Weizbilder machen wir zu Hospitalerfrauen. Und ja, theoretisch haben wir noch ein Level abbekommen, welches wir jetzt hier in irgendeiner Form vergeben können. Da wir eigentlich, obwohl wir arbeiten gar nicht mal so krass mit Bogen, ne? Können wir dann eigentlich trotzdem noch weglassen. Taktik wäre eigentlich nicht schlecht. Obwohl ich mich eigentlich auch gerne mal stärker machen würde. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Charisma. Und gehe auf Überzeugungskraft erstmal. Ja. Überzeugungskraft liegt einfach daran, wenn wir uns irgendwann mal in irgendeiner Form absetzen wollen, müssen wir halt natürlich auch andere Leute überzeugen können, dass wir als Person sozusagen die Zukunft sind. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken in Diplomatie. Mit wem sind wir nochmal alles im Krieg? Mit den Keris und Vagier, okay. So, was hast du? Du bist der Lösegeldvermittler. Blablabla. Okay, hast du. Dann werden wir mal weiter marschieren. Also hier, mit denen sind wir auch im Krieg. Dirim oder Dimir. Okay. Weil das nicht so weit von Almere oder Meere weg ist, ist das nicht so cool. Ach ja, Leute, ich habe was rausgefunden. Guckt das hier, guckt euch das hier an. Hui. Ich kann ein bisschen schneller reisen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das rausgefunden hatte, aber irgendjemand hatte mir das mal gesagt. Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt nach hier? Ach komm, wir gehen mal zum Turnier. Ich will das Turnier jetzt mal wieder testen. Dann können wir uns auch ein bisschen wieder irgendwie einspielen. Vorräte kaufen. Oh. Wir könnten eigentlich mal so ein Hühnchen mitnehmen, ne? Dann könnten wir unsere Truppenmoral ein bisschen steigern. Ach komm, warum nicht? Gönnen wir den Jungs mal was. Gut. So. Zum Marktplatz. Wir gehen ja so gut wie nie hier hin. Darum könnten wir uns mal angucken, was hier eigentlich an Waffen zur Verfügung ist. Obwohl waffentechnisch stehen wir eigentlich gar nicht mehr so schlecht da, ne? Also wir haben ja unser Hammer und unser einhändiges Schwert. Je nachdem, wenn wir einen Belagerungsangriff machen, nehmen wir das einhändige Schwert. Unsere Rüstung ist 15, 15. Ja, die wären Ticken besser, aber das ist jetzt auch nur ein Ticken. Ja, ein. Ja, das ist auch halt minimal besser, ne? Und dafür, obwohl 1800 ist jetzt auch nicht die Welt, aber das muss jetzt eigentlich nicht sein. Na, Panzerstiefel haben wir auch ganz gut, also da werden wir nichts Besseres mehr, glaube ich, bekommen. Die Bögen, ja, Bögen haben wir gerade mal nicht genügend Zugkraft für. Dann gehen wir mal kurz in die Schenke. Okay. Skalde. Warp-Reiter, Lösegeldvermittler. Gut. Ich reiste. Ja, der will ja mitkämpfen, aber der will 20.000 Dinare. 20.000. Aber der ist bestimmt ziemlich stark. Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt immer noch so hin und her geneigt, da irgendwann mal doch was zu tun. Ne? Also, wenn wir da, machen wir mal zwei Teams. Ach so. Je mehr. Ah, okay. Ich mach zwei Punkte. Dann muss ich zwei umhauen, ne? Naja, zwei. Zwei ist eine gute Idee. Und ja, machen wir jetzt mal kurz. Gut. Ich werde ihn mir auf jeden Fall holen, glaube ich. Und jetzt haben wir wieder diese komische Map hier. Das gefällt mir jetzt mal gar nicht wieder. Also die Map ist meines Erachtens
ist das Balancing-mäßig total für den Arsch. Weil es macht nicht. Es macht es nicht schwieriger oder sowas. Oder es macht es nicht knackiger oder so. Es macht es nur nerviger. Besonders krass ist ja diese komplett hügelige Map, ne? So, zack. Weil, seht ihr, ne? So kein Thema. Selbst die KI buggt darum. Okay, weitere Optionen. Was wird das ansehen? Nur für den Spieler. Nee. Aber Stufen. Ja, nee, komm, lass mal erstmal noch so. Wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen Vorteil da erringen können, so. Jetzt haben wir echt nur diese Karte. Oh, mit 5 Kämpfern. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall. Achso, ich kann auch mit meinen anderen Charakteren spielen. Das ist nett. Ah, ich werde jetzt mal sagen, schon mal 3. Ja, okay, man kann es jetzt. Also die Karte ist auf jeden Fall in Ordnung. Dass ich. Ah, hier. Native Arena. Okay. Weil die anderen Arenen finde ich scheiße. Ja, okay, die ist in Ordnung. Wobei man halt sagen muss, natürlich ist hier die. Was? Wo kommt der her? Okay. Probieren wir nochmal. Ich habe den ehrlich gesagt gerade auch nicht registriert. Das ist so richtig. Lag wahrscheinlich an meinem Gebrabbel. Aber gut. Das war der zweite. Das war der zweite, okay. Ich muss noch einen. Okay, jetzt habe ich noch einen. Und das waren 4. Nice. Okay. So, 5 Ansehen haben wir bekommen. Das ist super. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, ich will das mal noch. Ich weiß, wisst ihr was? Ich will das jetzt mal auf richtig Hardcore haben, so. Ich sage, ich bekomme 4 Punkte. Ja, komm, wir probieren mal 4. Ne? Das können wir schaffen. Auf jeden Fall. What the? So, jetzt holen wir uns hier den Armbrustschützen. Oder auch nicht. Komm, Schwert, Schild, Schild. Nein. Bleib. Gut, brav. Okay, wir werden hier keine 4 Punkte bekommen. Jetzt glaube ich da keineswegs mehr dran. Okay, jetzt haben wir nur noch das blaue Team übrig. Das bedeutet, ich bin am Arsch. Wenn mein Pferd stirbt, dann bin ich wirklich am Arsch. Okay, ich bin am Arsch. Nice. Gut. Verwegenster Kämpfer. Gut. Dann machen wir nochmal. Turniergestaltung. Nee, das ist in Ordnung. Turniereinstellungen. Also ich werde die 4 Punkte nicht bekommen. Probieren wir es mal so. Da ist auf jeden Fall einer. Warum hält er so viel aus? Okay, das war ich. Ich habe jetzt nur 2 Treffer ausgehalten. Really? Ja. Okay. Das machen wir dann doch nicht mehr so. Weil anscheinend bin ich einfach zu schlecht dafür. Aber 3 Teams können wir jetzt mal machen.
Weil sonst finde ich das echt scheiße. So, ich will das mir nämlich auch nicht zu einfach machen. Ich nehme auch drei wieder als Ziel. Und los geht die Sache. Da ist er schon wieder gewesen. Okay. Dann machen wir wieder nur zwei Teams. Das kriege ich ja wenigstens hin. Wir waren nicht der Gewinner. Haben viel Geld verloren. Wie viel Geld habe ich noch? Ja. Gut. Jetzt habe ich rausgefunden, ich bin scheiße geworden wieder. Aber ist ja nicht schlimm. Deserteure. Das wird Geld bringen. Das wird Geld bringen. Verteidigungspakt? Waffenstillstand zwischen Kerrigan und. Okay. Aha. Die werden es auf jeden Fall bereuen, dass die ihre Armee verlassen haben. Denn das geht gar nicht. Warte mal. Zum Angriff. Kavallerie mir nach. Nein. Dann gehen wir lieber hier lang mit der Kavallerie. Und zum Angriff. Ich glaube, ich bin mittlerweile zu sehr daran gewöhnt gewesen, dass meine Rüstung wenigstens einigermaßen vernünftig ist. Oh Gott, das ist ja ein Abmetzeln. Ah, da sind neue gekommen. Neue Opfer. Zack. Also, wir werden hier jetzt schon mal gut wieder vorankommen. Haben wir dann gut Geld wieder gemacht. Und dann ist alles wieder gut. Ah, was machst du denn hinter mir? Irgendwie, ich habe heute das Gefühl, dass das irgendwie. Warum hause um? Ich komme, glaube ich, an dem nicht mehr ran. Okay, komme ich nicht dran, ist klar. Aber wir könnten eigentlich auch ein bisschen wieder mehr mit dem Bogen agieren, aber. Naja. So. Einen Reiter haben wir verloren, aber der Rest, das ist egal. Wir haben gerade mal 9 Gefangene von 40. Das gefällt mir nicht, aber. Gut, das interessiert da, glaube ich, sehr wenig. Sklaventreiber. Die könnten mal eine Schützenmiliz wieder weiter ausbilden. Wir bräuchten mal ein paar Bogenschützen. Okay. Die Meros, den werden wir später mal ein bisschen aufwerten. Die können die alle so mitnehmen und alles klar. Nein, das wollte ich. Ach so, ja. Ich wollte mit Q drehen. Ich habe eben ein bisschen Attila gezockt. Das funktioniert da wohl nicht. Komm, wir rekrutieren ein paar Nords. Wir können den Kohl mitnehmen. Haben wir mal ein bisschen Abwechslung da drin. Das billige Brot, das ist gut gemacht. Das ist schön. Butter brauche ich jetzt nicht. Das Hühnchen ist noch frisch und dann geht's weiter. Jedenfalls diese Funktion mit dem schneller Vorspulen, die ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder kurz in die. Wo willst du hin? Ach so, okay. Okay, Waffenstillstand außer Kraft getreten. Was machen so viele Deserteure denn hier? Egal. So, wir gehen jetzt mal. Ah! Seit wann haben die das denn eingenommen? Die haben da eben. Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz gucken.
wie das mit der Verteidigung da denn bestückt ist. 150 Mann. Ja. Okay, dann werde ich jetzt mal gucken. Was? Feind in Sicht? Hä? Was heißt denn jetzt Feind? Okay. Stationierte Garnison. Hier haben wir noch einen Typen drinnen. Ja, wir können den so Leute jetzt mal hier verbessern. Das wird eine Jungfrau, davon haben wir ja eben eine verloren. Langbogenschützen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Milizen. Oh, ein Edelknecht haben wir langsam mal wieder. Das ist top. Wir holen uns mal ein paar Skuskallen. Hier können wir die Milizen auch wieder zu Pagen aufwerten. Und. Ja. Wir bräuchten am besten einen starken Verbündeten. Okay, hier ist immer noch die Belagerung am stattfinden. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, ob wir nicht zu später erscheinen. Ah, okay. Warte mal, warte mal. Wie viel kämpfen da? Okay. Jetzt gehen wir mal kurz zum Marktplatz. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Pferde aus... Apropos, ich könnte mal echt ein neues Pferd holen, ne? 35 Geschwindigkeit, Manöver 48. Das ist eigentlich egal. Schlachtross. Kriegsross. Königliche Lilie. Sanftmütig. Oh. Dann stirbt auf jeden Fall mein Pferd nicht mehr so schnell, ne? Manöver ist zwar kacke, aber die Geschwindigkeit ist etwas höher und der Angriff ist wesentlich besser. Zusätzlich sind die Lebenspunkte. Das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall. Ich wäre behindert, wenn ich das nicht tun würde. So. Ich wollte aber eigentlich auf den Rüstungsding. Denn, wie wir hier sehen, sehe ich nichts, was ich gebrauchen kann. Okay. Ich wollte eigentlich hier in die Schenke. Oh, schwarze Witwe. Aber ich sehe hier keinerlei Männer, die ich hier verkaufen kann. Held Nadja. Lösegeldvermittler. Da. Viel Spaß mit denen. Wir müssen unser Geld wieder auffrischen. Ja, ja, ja. Ja, komm mit einfach. Also, meinetwegen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die Probleme verursachen wird. Ich glaube, ja. Aber die, die ich ja momentan bei mir habe, die werden da bevorzugt behandelt und die hat halt Pech gehabt. Im Helm kriegt es auf jeden Fall was Besseres. Lederrüstung. Oh. Die kann eine vernünftige Rüstung tragen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir nochmal schnell ein Schwert kaufen könnten. Hier. Ein ganz einfaches FS-Schwert brauche ich nur. Also ich brauche ja nichts Gutes. Prinzenschwert für 300. Und ein ich weiß es gar nicht, kann die Schilde tragen? Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Komm, nehmen wir dieses FS-Schwert. Weil das Ding, was die momentan hat, das ist nichts. So, jetzt hat sie ein Schwert wenigstens. Fähigkeiten. Schild kann die tragen. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht, habe ich gerade gesehen, ne? Aber egal. Gut, ich freue mich schon, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen kann. Denn dann werden wir uns irgendwie in Richtung hier dieser Burg, der Stadt hier begeben und die versuchen zurückzuerobern für das Nordimperium. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, Leute. Ciao.